Moin Leute, was geht ab? Da bin ich wieder und zwar zusammen mit dem Spielmodder Eisen. Hey. Ja, auf jeden Fall sind wir hier im Hintergrund auf dem kleinen Smoo-Netzwerk. Das ist übrigens mein eigenes Netzwerk und wir werden heute ein bisschen darüber labern, was jetzt genau mit Minesucht los ist. Und ich würde sagen, das in einer Runde Bedge Wars 2x1. Übrigens an alle Leute, die sich jetzt fragen, ob das Nick-System funktioniert, tatsächlich ja, es funktioniert. Ich habe es jetzt selbst programmiert und es, wie man sieht, es funktioniert. Ich bin genickt, tatsächlich. Das schneide ich einfach raus. Ja, auf jeden Fall, Leute, darum soll es heute nicht gehen. Wie gesagt, ich möchte heute einfach mal um die Minesucht-Zeit reden. Dafür nochmal kurz einen Shader ausmachen. Und wieso ich jetzt überhaupt aus dem Minesucht-Team raus bin. Und so hat das einfach einen ganz simplen Grund. Ich bin aus dem Minesucht-Team einfach rausgegangen, weil ich im Hintergrund noch ein bisschen was geplant hatte, damals schon, weil ihr wisst, das Netzwerk ist ja offline gegangen. Und damals hatte ich mich sogar schon auf dem Minesucht-Netzwerk beworben, als Developer. Nur das Ganze hat halt ziemlich lange gedauert. Das heißt, ich habe mich, glaube ich, ab dem ersten Tag, als ich das Netzwerk bei uns geschlossen hatte, direkt mich bei Minesucht beworben und habe eigentlich gedacht, dass das Ganze schneller geht. Und deswegen dachte ich mir so einfach, okay, ich werde eh nicht angenommen und deswegen habe ich mir da auch keine großen Hoffnungen gemacht und das Problem dabei war einfach nur, dass bei Minesucht die Bewerbungszeiten grundsätzlich so lang sind und deswegen habe ich dort halt ein bisschen in Klammern verkackt und habe irgendwie viel zu spät erstmal wieder damit geplant, dass ich vielleicht die Claims hier aufmache. Und zwar gab es viele Leute, die irgendwie dagegen waren, dass ich irgendwie Claims hier generell schließe und deswegen, ja, das war halt so das Problem und wir wollten halt Claims hier dementsprechend wieder aufmachen. Und jetzt hat sich das Problem halt gestellt, als ich auf den Teamspeak dort eingeladen wurde, war die ganze Vorbereitung schon eigentlich sogar fast fertig. Nur ich wollte halt eigentlich auch nicht ablehnen, weil ich eigentlich auch so nichts zu tun hatte. Das heißt, ich habe auf Claims ja auch nicht viel zu tun gehabt, weil halt noch ziemlich viel gemacht werden musste. Und. Deswegen habe ich mich ja trotzdem weiterhin beworben und wollte trotzdem weiterhin nur Dev werden. Aber nur um zu sehen, wie es dort ist. Und ich muss tatsächlich sagen, so ein Team, in so einem großen Team zu sein, ist halt echt schon was komplett anderes als in so einem eher kleineren. Oh Mann. Okay, da habe ich wohl verkackt. Guten Flug. Oh, danke schön. Gut, auf jeden Fall, ja, das ist nämlich die Sache bei der Sache. Okay. Ja, und wie gesagt, das ist halt einfach nur so die Sache, die ich jetzt hier angesprochen hatte. Und ich muss sagen, das Team dort war echt nicht das Problem. Das Problem war auch nur das, dass ich im Hintergrund, wie gesagt, schon damals noch irgendwie, kurz bevor ich aufgenommen wurde ins Team, Claims wieder angefangen habe zu planen. Und hätte ich ein bisschen früher eine Rückmeldung bekommen, würde das Ganze ein bisschen früher stattfinden, dann würde das Ganze definitiv nicht so sein. Und ich würde vielleicht auch ein bisschen länger im Team sein oder geschweige denn überhaupt gar nicht erst rausgehen. Nur leider ist das Ganze ja ziemlich spät passiert und deswegen, ja, war es halt einfach so, dass halt viele Ereignisse auf einmal zusammenkamen und weshalb ich dann einfach das Team in dem Fall verlassen habe. Tatsächlich wurde ich nicht gekickt, auch wenn es einige gesagt haben. Nee, ich wurde nicht gekickt, ich habe das Team wirklich eigenständig verlassen. Und habe weiterhin aber das Angebot bekommen, oder besser gesagt, ich programmiere weiterhin das Plugin, was ich aufbekommen habe, von Minesucht zu Ende. Das heißt, das, was ich damals aufbekommen hatte, programmiere ich jetzt noch zu Ende. Halt, ich bin nicht mein Team, allerdings programmiere ich das trotzdem noch für sie. Und im Gegenzug, ja, wie gesagt, haben wir da auch noch ein bisschen was ausgenommen. Allerdings ist das erstmal, ja, nicht so wichtig. Das Wichtige bei der Sache ist einfach nur, dass ich noch für die das Plugin zu Ende schreibe. Und dass sie entsprechend dann einfach von meinem Plugin später noch Nutzen haben werden. Das war eigentlich für mich ziemlich wichtig, weil sich ziemlich viele Leute dort auch Zeit für mich genommen haben. Unter anderem Sascha, der wirklich, glaube ich, extrem viele Stunden mit mir gelabert hat und grundsätzlich die ganze Developer-Sache mit mir gemacht hat. Und der hat sich echt so viel Zeit genommen. Und das war so das Mindeste, was man wenigstens auch machen sollte, wenn man das Team schon verlässt. Und zwar einfach nur so ehrenvoll sein und einfach das Plugin zu Ende schreiben, was man aufbekommen hat. Und dementsprechend habe ich das Ganze auch jetzt vor und mache das Ganze auch. Das heißt, ich schreibe für die noch das Plugin zu Ende, was ich entsprechend aufbekommen hatte. Genau, das Ganze mache ich halt einfach und dann hat sich die Sache auch erledigt. Und wie gesagt, wir haben noch einen kleinen Deal ausgemacht. Allerdings ist das erstmal, wie gesagt, schon egal. Aber ich denke mal, falls irgendwas sein sollte, werdet ihr von auch später. Früher, später. Irgendwie ein bisschen was mitbekommen. Also wie gesagt, Leute, ich baue jetzt im Hintergrund, oder was ist im Hintergrund, im Vordergrund besser gesagt, mein Netzwerk wieder auf, claims.net. Wie gesagt, wir sind auch schon ziemlich weit, allerdings will ich dazu auch nicht mehr so viele Infos geben. Definitiv kann ich euch aber sagen, dass wir da schon weiter sind als irgendwie davor. Aber wie gesagt, es lag halt überhaupt nicht an den Leuten im Team, weil die sind mit Abstand so die korrektesten, die ich jemals so kennengelernt habe. Vor allem, Grüße gehen auf jeden Fall raus und fantastisch. Ich habe eigentlich gedacht, der wäre wirklich abgehoben oder sowas, aber ist einfach gar nicht so. Ich habe echt mit was anderem gerechnet. Aber Flutastisch ist einfach mal so alles andere als abgehoben. Und deswegen echt, das ist wirklich krass. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ist echt eigentlich korrekt und macht halt ziemlich viel mit dem Team. Wie gesagt, Leute, das war so im Grunde genommen die kleine Erklärung dazu, was los ist. Wie gesagt, Leute, das war eigentlich so alles, was ich zu dem Thema, glaube ich,
was ich sagen wollte, falls noch irgendwelche Fragen oder sowas aufkommen sollten, könnt ihr mir gerne diese in den Kommentaren stellen. Und falls genügend zusammenkommen, kann ich dazu gerne, wie gesagt, nochmal ein Video machen. Allerdings das Wichtigste dabei ist, dass ich halt das Team freiwillig verlassen habe. Das Team überhaupt nicht daran schuld, was ich das Team, wie gesagt, verlassen habe oder den Server da verlassen habe. Sondern es war einfach, wie gesagt, mein eigenes Handeln und definitiv, das Team ist echt korrekt dort hinten und somit, wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall keinen Grund, weshalb man dort nicht bleiben sollte. Nur ich bin einfach so die Person, die hat eher ihres eigenes macht und nicht irgendwie woanders ist. Und entsprechend hatte ich halt auch im Hintergrund was anderes laufen. Aber ich denke mal, mehr dazu muss ich auch nicht mal sagen, weil sonst langweilig ist sowieso nur. Und aus diesem Grund, Leute, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Man sieht sich bestimmt nochmal und bis dann. Ciao.